Wenn Windows den Autostart ausmisten möchte, der wird im Internet einige Tipps und Tricks finden. Einige der Artikel beziehen sich darauf, dass man doch ein Programm kaufen soll, um das zu tun. Da gibt es zum Beispiel den C-Cleaner, der das anbietet, oder ja nicht kaufen in dem Fall, aber installieren. Andere wiederum beziehen sich auf den Task Manager. Jetzt möchte ich zu dem Thema auch mal meinen Senf dazugeben und deshalb schauen wir uns heute an, wie ich das mache. Fangen wir mal mit dem Task Manager an. Da kann ich mir hier mehr anzeigen lassen und hier unter Startup oder Auto Start, finde ich dann, was der denn denkt, was alles mitstartet. Im Grunde ist das schon mal ein guter Einstiegspunkt. Hier sieht man dann, ob es aktiviert ist und auch wie der Impact ist, also wie groß die Verzögerung ist. Jetzt kann ich hierher gehen und das disablen. Finde ich ganz nett, weil wenn man jetzt zum Beispiel etwas zu viel disabled oder deaktiviert und man merkt, man hätte es doch lieber aktiviert lassen sollen, kann man das einfach wieder hier tun. Aber das ist wie gesagt nur die halbe Wahrheit. Ich habe im Hintergrund mal das Programm Autoruns offen. Ihr seht, ich bin auf einer offiziellen Microsoft-Seite. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Was mache ich also? Ich lade das Ganze hier einmal runter. Wer die Sys-Internals hat, der hat das Teil schon. Wir entpacken das Ganze jetzt mal hier. Und das ist jetzt der Inhalt und mich interessiert insbesondere die Autoruns64.exe. Mache ich einen Rechtsklick drauf und führe die als Administrator aus. Wer sich jetzt den übersichtlichen Task Manager zurückwünscht, den kann ich natürlich auch verstehen, aber wir bringen da gleich mal Ordnung rein. Als erstes gehen wir mal in die Optionen und verstecken mal alle Microsoft-Einträge. Da machen wir wahrscheinlich mehr kaputt, als dass wir hier optimieren können. Hier oben ist jetzt erstmal Everything eingeblendet, aber man kann das hier ein bisschen besser sortieren. Und zwar, wenn ich mal hier die einzelnen Reiter durchgehe und wir müssen auch ein bisschen nach Logik fragen. Zum Beispiel Logon. Hier sehe ich, dass mein Backup-Programm mit startet. Jetzt dürft ihr euch natürlich fragen, ob das Sinn macht oder nicht. Naja, ein Backup wird ja regelmäßig laufen, entsprechend macht das Sinn, dass das läuft. Also es ist immer die Frage, soll das wirklich starten oder nicht. Wenn es einen Zweck hat zu starten, dann lieber drin lassen. Jetzt habe ich hier einen Wondershare Helper Compact Exe. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch kein Programm von denen installiert, das jetzt unbedingt einen Start bräuchte. Jetzt gehe ich aber in den seltensten Fällen her und fange hier an rumzueditieren. Ich kann das hier deaktivieren, einfach einen Haken raus. Damit wird es jetzt beim nächsten Start schon nicht mehr mitstarten. Hier unten kann ich aber sehen, wo das Verzeichnis, also wo diese Exe quasi liegt, die dann ausgeführt wird. Und das verrät mir dann meistens schon mal, von welchem Programm diese Exe kommt. Ich kann jetzt auch ganz klassisch quasi mal in meine App-Übersicht gehen hier und würde jetzt mal hier nach Wondershare suchen. So, da ist er nämlich schon. Und den deinstalliere ich einfach. Das ist nämlich eigentlich der schönere Weg, wenn man also hier da ein Programm findet, das man gar nicht im Start haben will oder vielleicht generell nicht haben will, kann man das auch meistens deinstallieren. Oder auch ein weiterer eleganterer Weg ist, im Programm selber mal zu schauen, ob man da den Autostart nicht ausschalten kann. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Skype. Da kann man einfach in die Optionen gehen und den Haken rausnehmen mit Windows starten. Das hat den eleganten Vorteil, dass das vielleicht beim nächsten Update auch noch gemerkt wird und dann der sich nicht wieder hier einträgt. Also ich benutze jetzt Autoruns eigentlich eher, um mal eine Übersicht zu kriegen, was alles so mitstartet, und deaktiviere das normalerweise über eine andere Methode. Wenn gar nichts mehr hilft, kann ich natürlich hier auch den Haken rausnehmen, dann habe ich den Autostart auch verhindert. Hier unten seht ihr auch zum Beispiel Google Chrome Installer und auch der hat seine Berechtigung, denn der ist dafür zuständig, Updates einzuspielen von Chrome. Und beim Browser muss man wirklich schnell aktuell sein, von daher, da würde ich mir die Finger verbrennen, wenn ich den rauslösche. Interessant finde ich zum Beispiel auch die Scheduled Tasks, das sind die eingeplanten Dinge, die so auf dem Computer laufen. Auch da lohnt sich immer mal ein Blick rein. Bei Treibern sollte man natürlich vorsichtig sein, die möchte man in der Regel nicht deaktivieren. Auch interessant sind die Services, ja, gibt es auch wie immer diese Liste hier. So, ich habe hier mal den Scan neu gestartet und es gibt eine Ausnahme von Punkten, die ich da rauslösche oder zumindest deaktiviere. Hier habe ich jetzt einen gelben Eintrag, ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich diesen Wondershare Helper deinstalliert habe. Das hat dann den Effekt, dass Windows natürlich die Datei nicht mehr findet. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn der Uninstaller entsprechend auch aufräumt und seine Einträge mit rausnimmt, machen die aber nicht immer, hat jetzt den Vorteil, dass ich euch genau diesen Fall zeigen kann. Man hat hier ganz oft gelbe Einträge drin. Die kann man jetzt entweder deaktivieren oder im Grunde auch gleich löschen. Wenn einem jetzt hier eine Datei irgendwie komisch oder verdächtig vorkommt, kann man auch einen Rechtsklick drauf machen und sagen Check Virus Total. Und dann können wir mit Yes die einmal hochladen. Achso, ja, Terms of Service ist natürlich,
Haben wir einmal akzeptiert, dann lädt der die hoch bei VirusTotal und hier hinten sehe ich dann erstmal eine Score. Also 0 von 72 ist unverdächtig, also keine der Antiviren-Engines hat angeschlagen. Ich kann auch direkt draufklicken auf den Link und werde dann auf die Seite VirusTotal umgeleitet und bekomme hier mal eine Übersicht. Die ist vor 14 Stunden das letzte Mal hier gescannt worden und ja, keine der Antiviren hat hier irgendwas Verdächtiges erkannt. Ist der Zeitpunkt der Analyse zu lange her, kann ich hier oben auf diesen Pfeil klicken und das nochmal neu analysieren lassen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Outruns 64-Exe. Ich sage euch aber auch gleich, der Effekt wird jetzt nicht so dramatisch sein, wenn ihr eine SSD habt. Da sind diese Startvorgänge nicht so dramatisch wie bei den alten Festplatten. Wenn ihr natürlich noch eine HDD habt, dann ja, viel Spaß damit. Da werdet ihr vermutlich was merken, wenn ihr einiges da rausnehmen könnt. Jetzt noch ein kleiner Anhang, das hat jetzt nichts direkt mit Autostart zu tun, aber hier sind auch so ein paar Einträge drin. Die nennen sich Kontextmenü-Handlers. Hier ist zum Beispiel die 7-Zip Shell Extension. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick auf irgendeine von den Dateien mache, habe ich hier 7-Zip als Eintrag. Das kann ich hiermit auch bearbeiten. Wenn also das Kontextmenü zu lang geworden ist, kann man das hier rausnehmen. Es gibt aber auch Fälle, wo das Kontextmenü sich gar nicht mehr aufrufen lässt, weil eines dieser Programme da einen Bug hat. Das hatte ich auch schon und da ist das auch ganz hilfreich, mal auszuschließen, welches der Programme das ist. Da kann man in der Windows-Ereignisanzeige einfach schauen, welches Programm da das Problem verursacht. Dann nimmt man das hier raus und dann sollte auch das Kontextmenü wieder gehen.